Tobi! Tobi? Schocker auf volle Kraft. Aber... Raptorentransport. Freunde. Und damit herzlich willkommen zu Lego Jurassic World, einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Geil! Freunde, ich darf euch herzlich begrüßen und ja. Warum ich jetzt Lego Jurassic World spiele? Keine Ahnung. Erstens waren die Lego-Spiele auf Steam ein Angebot. Da dachte ich mir, komm, hast du noch nicht gespielt, kannst du mal machen. Und ich denke, das könnte ganz lustig werden, weil die Lego-Spiele nehmen sich selber nicht so ganz ernst. Und genau aus diesem Grund werden wir das Ganze zusammen durchspielen, wenn ihr da natürlich Lust drauf habt. Nicht nur Lego Jurassic World, auch andere Spiele habe ich da bereits im Petto. Lasst euch da mal überraschen. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne mit mir mitmachen. So, wir sind hier gerade irgendwie im... in der Vorgeschichte, sage ich mal, im Raptorentransport. Wer sind wir? Ich habe keine Ahnung, wer wir sind. Aber wir können hier ganz viele Münzen einsammeln. Und da redet irgendjemand... Oh, Alter, warte mal, die Musik ist ja mega laut, ey. Kann ich die Musik nicht einfach selber leiser machen? So vielleicht? Ich mach mal die Untertitel an, falls man nichts versteht, ne? Und was müssen wir jetzt hier tun? Ich bin irgendwie hilflos. Hallo? Ich sehe aus, als wäre ich irgendein Typ, der total viel Ahnung hat, aber ich bin richtig hilflos. Da vorne das Ding, das wackelt. Was ist das hier? Hallöchen, ich bin's, Mr. DNS. Und ich kann dir helfen. Mr. DNS hilft dir mit diesen DNS-Strängen bei deinen Abenteuern in Lego Jurassic World. Das ist ja mega nett, Alter. Geiler Typ. Oh, ja gut, das kennen wir schon. Können wir da irgendwas was mitmachen? Ah, okay, mit Y können wir wechseln. Okay. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas damit machen, ne? Vielleicht das hier. Nein. Hier, Waffe. Oh. Ah, jetzt können wir bauen, ne? Woo! Nice. Benutzt den Shockstab, um ihn anzuwerfen. Was hast du gesagt? Kenn ich dich aus Big Bang Theory, Alter? Kripke, mach du mal. Okay, Kripke will nicht. Okay, bevor das Ding jetzt irgendwie den Käfig auffrisst, machen wir einfach mal. Oh Gott. Oh oh. Ach ja, okay. Was immer du tust, versuch niemals diese Teile mit der Zunge zu berühren. Alles klar, Kripke. Okay, wir passen ein bisschen auf am besten. Elektroschocker auf volle Kraft. Elektroschocker auf volle Kraft, ja, das kennen wir ja schon. Was ist das? Wächter und Jäger wie bla 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 können Gegenstände aufheben, um Spuren zu lesen und so nützliche Lego-Gegenstände und Hinweise zu finden. Ja, hammergeil. Drücke B, um den Lego-Gegenstand aufzuheben. Okay. Alter, die Musik, ne? Das ist, also, das ist ja für die Ohren, ist ja mega schlimm. So, ich mach mal so. Vielleicht ist es da nicht so laut. Warte, kann ich hier... Hier kann ich die Musik... Ich kann die Musik, glaube ich, nicht manuell leiser machen. Okay. Gut, dann heben wir es mal auf. Huch. Okay. Wo auch immer mich das jetzt hinführen wird. Was zum Teufel? Oh mein Gott! Ich hab einen Schatz gefunden! Was ist es? Ach, die fehlenden Teilchen! Ach, wie geil. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auf der anderen Seite genau dasselbe machen müssen, oder? Ich mach das mal wieder lauter, weil dann hören wir die Leute auch nicht mehr. Aber es muss schon ein bisschen lauter sein. So! Annehmen. So, fertig! Jetzt können wir wieder, Freunde. Sorry. Was haben wir hier? Wie funktioniert diese Schalltafel? Ja, du arbeitest doch hier, das musst du mich doch nicht fragen, Alter. Muss ich meine
So, wir schauen uns natürlich schön um, weil Münzen sammeln ist auch nicht gerade unwichtig. Irgendeiner hat sich da geschockt. Wo können wir hier noch irgendwas finden vielleicht? Oh, guck mal. Frösche. Kleine Frösche. Ihr seid ja süß. Oh, da brauchen wir den Herrn wieder hierfür. Zack. Ich hab es. Okay, Licht brauchen wir eins von drei. Alles klar. Eins von drei. Das sollte ja nicht so schwer sein. Wie kommen wir denn hier hin? Ah, können wir vielleicht hier irgendwas machen? Nee. Ah, okay. Da wird uns auch direkt angezeigt, welchen Charakter wir dafür brauchen. Ganz ruhig, Herr Raptor. Ja, ja, gleich gibt's Kekse. Alles wird gut. Alles wird gut. So, hier noch einmal. Nein. Nein. Jetzt aber. Rein da. So. Zwei von drei. Kann man das hier kaputt machen? Jawohl. Geil. Alles kaputt machen. Wir müssen alles kaputt machen. Ist ja nur ein Sicherheitspark, wo Dinosaurier drin leben. Da kann man alles kaputt machen. Und Nummer drei. Wunderschön. So, jetzt haben wir das Licht. Was fehlt uns jetzt noch? Irgendwas Komisches? Können wir den schon schieben? Wir können noch nichts machen. Uns fehlt noch was. Uns fehlt immer noch was. Wir haben jetzt drei Scheinwerfer an, aber wir brauchen noch die... Mal hier nochmal. Den können wir jetzt auch noch kaputt machen. Können wir auch alles kaputt machen. Eine Anlage fehlt noch. Wir brauchen noch irgendein Feld, wo diese einen Steinchen rauskommen, die wir dann zusammenbauen können. Nur wo kriegen wir die her? Wo kriegen wir die her von? Da müssen wir mal eben die Augen aufmachen. Hier fehlt ja noch ein Stück. Aber warte mal, vielleicht hier? Nein. Kaputt machen können wir die auch nicht. Aber wir können schießen. Wir können schießen. Ah, guck mal da oben. Da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Jawoll! Das sieht doch schon besser aus, Freunde. Ganz ehrlich, ich mag die Lego-Spiele. Vorsichtig! Vorsichtig, vorsichtig! Ich habe übrigens die Untertitel immer noch nicht an, ne? Ich Holzkopf. So. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen was verstehen. Ganz vorsichtig. So, was fehlt jetzt hier? Muss ich jetzt vorne anschieben, oder was? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Das ist ein ganz süßes Kerlchen. Die Käfigleiter klemmen. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Och, Leute, ihr wollt mich doch verarschen, Mensch. Den Sicherheitscode. Mann. Alles muss man selber machen. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Ja, merkt man. Schön, dass du auf unsere Dinosaurier aufpasst. Macht mich richtig. Also, es beruhigt mich sowas von. So, was müssen wir jetzt hier machen? Dann wollen wir doch mal schauen. Ach du Scheiße. Okay. Oh, das war falsch. Scheiße. Okay. Oben, links, oben. Geht doch. Mensch. Immer müssen die Profis ran. So, jetzt da hoch. Upsala. Ah ne, da brauchen wir den anderen für. Upsala. Und ganz vorsichtig, wie gesagt. Das ist ein kleines Raptorenlein und müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Und jetzt ganz vorsichtig raus. Nein! Bist du bescheuert? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hä?
Greift ihn! Lass doch die scheiß Wurst los! Lass mich einfach los! Banane! Erschießt ihn! Oh Gott! Erschießt ihn! Nein, er hat mich! Du bist schuld, dass ich sterbe! Nanu? Ein Velociraptor? Oh. Nein, kein Velociraptor. Alan Grant! Ein Fahrrad. Alles klar. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Ach, wie schön. Ja, falls jemand die Lego-Spiele nicht kennt, man spielt natürlich die originalen Filme nach. Zum Beispiel Star Wars, jetzt Jurassic Park und dann gibt es da, glaube ich, noch Hobbit oder Herr der Ringe. Und das ist eigentlich relativ cool, nur früher war es der Unterschied, dass die Püppchen nicht gesprochen haben und diesmal, ja, diesmal sprechen sie. Da wollen wir doch mal schauen, was wir mit Alan Grant hier schön aufdecken können. Genau hier befindet sich ein Raptor. Ja, ja, und da buddelt er wieder ein Fahrrad aus, ne? Richtig, in ein paar Minuten habe ich es geschafft. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was unser Ziel ist. Wir müssen nämlich da oben drei Skelette ausgraben. Kann das sein? Müssen wir mal eben schauen hier. Was will er hier von uns? Buddeln! Alan, buddeln! Was ist das? Was ist das? Ist das ein Skelett? Ist das etwa ein Skelett? Nee! Wir haben eins! Velociraptor? Ja, gut im Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Was müssen wir jetzt machen? Ah. Müssen wir da drauf springen? Hui! Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Huh. Nein! Ah, Mensch! Ein bisschen aufpassen. Dann geht das auch ganz gut. Als ob man das Ding dann eben so aufbauen kann, ne? Aber gut. Wie gesagt, die Lego-Spiele machen das Ganze ein bisschen mit Humor. Deswegen dachte ich eigentlich, könnte ganz lustig werden. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall. So, eins haben wir schon. Das nächste wartet. Ein Velociraptor. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Oh, schade. Ja, ich habe leider auch keine. Hast verkackt, Junge. Können wir hier was zusammenbauen? Nee, ne? Nee. Okay. Muss immer ein bisschen aufpassen. Zettler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Ja, wie immer. Wie gesagt, ganz große Vorsicht. Das sind richtig, richtig wertvolle Teilchen hier. Die darf man nicht kaputt machen, liebe Leute. Ich nehme meinen Job als Hieroglyphen-Architekturiker ernst. Was? Was habe ich gerade? Was? Nix. So. Aber hier ist nichts, oder? Ah, da brauchen wir so eine Kernmaschine. What the fuck, Alter? Müssen wir hier Teilchen finden, vielleicht? Also, das ist zwar schon ein Lenkrad und so, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Machen wir mal da vorne die Kiste noch kaputt. Na? Jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Ah, hier. Natürlich. Oh, ich bin so doof. Und da. Die Meisterpuzzler. Ach, schön. Auf jeden Fall würde ich jetzt mit einer Kehrmaschine darüber fahren, über Knochen, die irgendwie Millionen von Jahren alt sind. Natürlich mit einer Kehrmaschine, mit irgendwelchen Stahlborsten. Nix wie Randa, ich bin innocent. Woo! Machen Sie selbst ja auch immer. Beim ja, eben. Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Ja, perfekt. Dann sind wir noch schneller. So, Schäufelchen raus und ab geht die Wurst. Zack. Was haben wir denn da Schönes? Natürlich ein Velociraptor. So, ganz vorsichtig. Genau, sehr schön. Zack. Und dann kommen wir auch voran. Wo ist da hinten eine Kühlbox? Eine Kühlbox? Warte mal. Mr. Grant, bitte schauen Sie mal in die höchst mysteriöse Kühlbox rein. Was ist da drin? Nix. Schade. Hätte ja sein können, dass da auch Knochen drin sind oder so. In der Kühlbox. Warum auch nicht? Dixie-Klo. Boah, ich muss eh mal.
Ja, hat sich dann jetzt auch erledigt. Ein bisschen aufräumen kann man ja auch. Wir brauchen ja eh Platz, deswegen ist das wichtig. So, eins fehlt noch. Wo könnte das sein? Ah, warte mal, hier können wir bauen. Hui! Oh, wie süß! Eine Sandburg! Man muss ja auch mal ein bisschen Zeit für kleine Dinge im Leben haben, ne? Kann man hier auch bauen? Nee. Okay. Guck mal, wie sie die ganze Zeit versucht, da hochzuspringen. Dabei hat sie die gerade die Leiter runtergeklappt. Können wir das wieder kaputt machen? Nee. Okay. Was ist hier vorne? Nichts. Die spielen einfach nur mit Sand. Gut. Dann haben wir eigentlich so gut wie alles abgedeckt, oder? Aber eins fehlt ja noch. Wo ist das Stückchen? Wo könnte es nur sein? Ach, wir brauchen ja hier immer... Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Hier, ich gebe dir einen Tipp. Ah, nee. Aber wir können doch jetzt keinen Knochen davon abbuddeln. Warte mal. Können wir da vielleicht einen runterschlagen? Ach, guck mal hier. Kehrmaschine. Wir brauchen dich nochmal. Nein. Hier, einsteigen. Wuhu! Vorsichtig, aus dem Weg. Entschuldigung. Heiß und fettig. Mit der fucking Kehrmaschine, wollt ihr mich verarschen? Und was noch? Okay, können wir da vielleicht gegen den Knochen fahren oder so? Ich weiß nicht, wie wir die abnehmen sollen. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Toll. Ich weiß nicht, wo wir so eine herkriegen sollen. Komisch. Vielleicht ist oben noch irgendwo eine oder so? Wir brauchen auf jeden Fall so eine Raptorenklinge. Vielleicht ist das ein Palsteck. Ein Palsteck? Nee, ich glaube, es ist eine Raptorenklinge. Ah, hier, guck mal an. Ich finde hier nur alte Münzen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das ist ja unglaublich. Ha? Wahnsinn, ne? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal, was können wir hier machen? Speichern und fortfahren. Ja, machen wir mal. Qualifikationen für diese Ausgrabung waren. Ich habe eine Schaufel. Das Ding ist, warum buddeln die hier? Oh, Entschuldigung. Sonne, Sonnenstich und so, ist warm. Ah, da vorne sehe ich was. Guck mal hier. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich. Das steckt da drin. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Soll ich helfen? Hilfe vielleicht? Guck mal. Geil. Ein Presslufthammer natürlich. Für ganz viel Gefühl, um die Knochen aufzubuddeln. Hast du etwas Kleber dabei? Ja, klar, kein Ding. Ich bin Archäologe. Ich habe alles dabei, Alter. So, jetzt wollen wir nur noch die... 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Jawoll! Pass auf, du hackst da gerade durch deine Freundin. Ja, dann hast du jetzt davon, mein Freund. Super. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ja, gleich, wir müssen noch eben was machen hier. Beruht auf Gegensatz. Nein! Ja, ich weiß doch, dass wir dahin können, Mensch. Immer mit der Ruhe. Meine Güte. Wir haben hier noch andere Sachen. Vorsichtig, vorsichtig. Schön da drauf und hupsala. Jawolli. Also es gibt hier viele Sachen einzusammeln. Ups. Aber jetzt machen wir erstmal da vorne die Aufgabe. Weil da braucht ja unser Freund ein bisschen Hilfe. Ich geb's auf. Versuch du's mal. Kein Problem. Vorsicht, dieses Seil hält. Achso, ich muss tippen, okay. Moment. Easy. Das passt. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Sorry. Ja, dann hast du jetzt davon, mein Freund. Aber ich habe dir immerhin geholfen. Wieder eine gute Tat. Der erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Nee. Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Oh, super. Compsognathus. Ein Compsognathus. Wer kennt die nicht? So. Da vorne geht's in eine Höhle.
Warte mal, was? Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und ja, einen das Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Vielleicht sehr einleuchtend. Da können wir aus irgendeinem Grund nicht rein. Okay, da ist es noch zu dunkel irgendwie. Schade. Da vorne ist Fleisch. Ich habe Fleisch gesehen. Fleisch. Ich will's. Wie komme ich da hin? Okay, wir müssen hier noch einen Reifen besorgen. Kühltruhe vielleicht. Vielleicht ist da ein Reifen drin. Ah, ich sehe schon, wo der Reifen sein könnte. Und da vorne brauchen wir das Ding. Okay, alles klar. Zack. Damit können wir nichts bauen. Wir brauchen einen Reifen und hier haben wir schon mal den Reifen. Zack. Bitteschön. Danke. Ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Boah, ist das ein großes Gelände hier, Alter. Brauchst du aber klar. Hilfe? Kein Problem. Das weiß ich. Ich hab schon gelernt. So, das können wir kaputt machen, ne? Woo! Wir sind Archäologen! Und da hätten wir auch das letzte Teil. Sehr gut. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. So, können wir damit fest fahren? Ja! Und der Knochen reflektiert das Bild. Woo! What the fuck, Alter? Woohoo! Alter, was ist hier denn los? Was ist denn da der Spaß? So, was mit. Oh, warte mal, da können wir noch was bauen. Bauen! Eine Sandburg! Yay! Da oben können wir schon wieder eine bauen, das habe ich gerade schon gesehen. Und wenn ich mal irgendwas übersehen sollte, dann sagt mir das gerne und schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre sehr nett. Wuhu! Aus dem Weg! Archäologe im Anmarsch! Yeah! Alter! Oh. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Gitarre! Oh, wer ist das denn? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Oh ja, ich weiß, wer es ist. Der Monopoly-Mann. Nee. Der Typ von Jurassic Park. Juhu. Euer Ernst? Ich bin Dr. Grant. Ich habe studiert. Sieht man das nicht? Okay, da brauchen wir unsere Freundin wieder. Zack. Oh, ja. Und Skelett Nummer 3, würde ich sagen, oder? Okay, da muss natürlich der Archäologe ran. Oh. Was ist das denn jetzt? Ein Trampolin? Ja, klar. Ein Trampolin aus Knochen. Natürlich. Natürlich, klar. Okay, da müssen wir hoch. Können wir da irgendwie hochspringen? Ah, jetzt haben wir es. Sehr gut. Wobei wir hier nochmal die Kehrmaschine bräuchten. Die Frage ist nur, wie kommen wir an diese Kack-Kehrmaschine? Können wir uns eine neue bauen? Alter, mach doch den Motor aus, Mann. Du machst unsere ganzen Knochen kaputt. Was ist das hier? Nichts. Einfach mal draufhauen. Oh, eine Spinne! Ich will eine Burg bauen. Wir haben noch. Uns fehlen noch zwei Stück. Zack. Ja, jetzt! Ja! Eine Sandburg! Das ist mein einziges Ziel als Archäologe: Sandburgen bauen oder rekonstruieren. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Dafür habe ich 20 Jahre studiert. Das ist mein einziger Wunsch. So, hier noch ein bisschen. Zack, zack, zack. Da können wir noch Sachen kaputt machen. Überall, wo man Sachen kaputt machen kann, sollte man das auch tun. Weil sonst, ne? Verpasst man ja was. Oh. Muss da jemand pipi? Entschuldigung. Jawoll. Wieder was Verstecktes gefunden. Nice. So, was haben wir hier? Ich will noch eine Sandburg bauen. Hat da noch jemand Bock drauf? Wäre noch zu haben. Für eine Sandburg. Oh, Entschuldigung. Nein, ich will auf die Kiste hauen. Mach doch mal den Motor aus, Mensch. Sag mal, bist du bescheuert? Da kann man einfach nicht hin, ne?
Hier ist doch genau was verbuddelt, ich sehe es doch. Oh. Entschuldigung. Wie komme ich da hin? Ich glaube, dafür müssen wir erstmal hoch, oder? Jawohl. Sehr schön. Irgendwas übersehen wir hier noch. Hier sind kleine Häufchen, ich weiß. Aber wie kommen wir da denn mit, Ah, da brauchen wir den hierfür. Okay. Manche Sachen kann man auch erst später freischalten, weil man halt... Ja, weil man halt im Laufe des Spiels immer neue Charaktere freischaltet. So, hier ist immer noch nichts. Was ist hier? Ja, toll. Da können wir leider noch nicht hin. Gut. Dann gehen wir hier erstmal rein. Wer sind Sie eigentlich? Ah! John Hammett. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Ah, ist ja toll. Hammer. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Oh. Kaugummi. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Oh mein Gott!